Hier stellt sich eine wichtige Frage, wenn wir, ihr wisst ja, der Hadith wird eingeteilt in Klassen. Es gibt den Hadith al-Sahih, al-Hasan, al-Da'if, al-Mawdu'. Wie kommt es, dass al-Tirmidhi sagt, Hasan und Sahih? Zwei Klassen. Er ist Hasan und Sahih. Weil das sind ja eigentlich vier verschiedene Klassen. Entweder ist ein Hadith Hasan oder er ist Sahih oder Da'if oder Mawdu'. Warum sagt er Hasan Sahih? Man sagt ja auch nicht Da'if Hasan. Da'if Sahih. Oder? Es gibt verschiedene Ansätze. Die Ulama sind sich da nicht ganz einig, was er damit meint. Aber es gibt folgende Möglichkeiten. Er sagt entweder Hasanun Sahih, weil einer der Ruwa, das aber gilt nur, wenn der Überlieferungsweg der Sanad nur ein einziger ist. Wenn der Überlieferungsweg ein einziger ist und er sagt trotzdem Hasanun Sahih, dann, weil unter den Überlieferern jemand ist, über den sich die Ahlul Ilm uneinig sind. Versteht ihr? Manche haben ihn zu den Ruwa des Sahih gemacht, also ein Rawi in der obersten Klasse. Manche haben ihn etwas abgestuft. Und er deutet mit dieser Aussage darauf hin, dass der Rawi, dass es über ihn zwei Aussagen gibt. Oder, wenn der Hadith mehrere Überlieferungswege hat, also mit mehreren Asanid überliefert worden ist, dann deutet er darauf hin, dass einige Asanid die Stufe des Sahih haben und einige die Stufe des Al-Hasan. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das sind so die zwei bekannten. Eine andere Fa'ida in Bezug auf den Tirmidhi. Habt ihr schon mal das Wort Al-Gharib gehört? Hadith Al-Gharib. Was bedeutet Hadith Al-Gharib? Al-Hadith Al-Gharib bedeutet, dass irgendwo in der Überlieferungskette der Hadith nur vereinzelt von einer einzigen Person überliefert wurde. Oder die ganze Kette wurde nur von Einzelnen überliefert. Oder an zwei Stellen. Ausschlaggebend ist, dass er irgendwo nur von einer einzigen Person überliefert worden ist. Das nennt man Gharib. Das nennt man Gharib in der Fachsprache der Muhaddithun. Aber in der Fachsprache von At-Tirmidhi ist das was anderes. Wenn At-Tirmidhi sagt, hada Hadithun Gharib, dann meint er nicht das damit. Er meint damit, dass der Hadith da'if ist. Dass der Hadith da'if ist. Und deswegen ist es wichtig, wenn du ein Buch liest, dass du auch die Sprache des Verfassers kennst. Sonst wirst du Dinge falsch übersetzen, falsch weitergeben. Und deswegen auch Übersetzungen sollten nur Fachleute machen. Oder zumindest jemand, der ausgebildet ist in diesem Bereich. Denn sonst wird alles mögliche, Fachwörter werden einfach als normale Wörter übersetzt. Es kann sein, dass ein Wort in der Sprache etwas bedeutet und in der Fachsprache hat es eine ganz andere Bedeutung, die nichts damit zu tun hat. Und das muss man beachten, sonst führt es eben zu Fehlübersetzungen.